Jetzt haben wir. Was? Eine Wohltat für müde Drachenaugen. Okay. Ah, jetzt können wir auch mal ganz kurz noch mal in die anschauen. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen was. Grippeshexe. Zum vierten Jahr in Folge Siegerin des fröhlichste Hexe von Gallomer-Preises. Barzilda betreibt ein erfolgreiches Tränkegeschäft und produziert viel Schotter aus dem Geschäft mit ihren überteuerten Kürbissen. Die anderen Hexen beneiden sie insgeheim. Ach, irgendwas müssen wir hier aber vergessen haben. Ah, die Dinger hätten wir töten können. Okay, holen wir da noch nach. Diese einst gutmütigen Kürbisse wurden vom Einfluss des Kürbiskönigs vergiftet. Sie sind noch immer köstlich, wenn ihr sie überreden könnt, euch nicht umzubringen. Aber versetzt euch doch mal in sie hinein. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euch jemand das Hirn herausschaben und ein albernes Lächeln ins Gesicht schnitzen wollte? Lustig. Diese Babyschar frisch von der Ranke ist Sie können es kaum erwarten, ihre Kürbissamen zu verbreiten. Das klingt jetzt aber nicht mehr so süß. Dieser teuflische Kürbis ist ein erschreckendes Mahnmal der gefahrenwetteifernden Gemüseanbaus und hat schlechten Einfluss auf seine einst friedliche Kürbissippe. Zaroks Magie hat die ultimative Supernahrung erzeugt. Diese schaurige Kalebasse wehrt sich verzweifelt gegen die Schädlingsbekämpfung. Tja, soll vorkommen. Gut, da können wir runter. Wahrscheinlich. Da hinten geht's aber weiter. Ich will's aber mal wissen. Energiefläschchen. Energiefläschchen. Okay, ich habe auch. Ah, gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Können wir nach hier hinten raus. Wir dürfen nach oben. Leute, wir dürfen nach oben. Oh, das ist toll. Wir sind sogar die richtige Seite gegangen. Damn. Sagt, was muss eine Kriegerkönigin tun, um jemanden wie euch zu treffen? Nicht so schüchtern, mein Kleiner. Ich weiß, ihr habt ein Auge auf mich geworfen. Und obwohl ihr schwach wie alle Männer seid, mag ich euch, Daniel. Hört mal, euer Pfeil und Bogen mag ja zum Spielen gut und schön sein. Aber für den Ernstfall nehmt ihr lieber diesen Speer. Und wir haben einen Speer. Da bin ich wieder, muss ganz kurz was erledigen. Salem, könntest du auch von die Maus bewegen? Dann Pfötchen dann nochmal ein bisschen wegnehmen. Speere wie im Speere gebühren. Ah ja, okay. Und damit kann ich jetzt. Ach, die werfe ich dann so, okay. Ich glaube, hier werden wir dann nochmal ein neues Schild kriegen, so wie es aussieht.
Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir einen Bogen kriegen. Eine Axt. Neues Schwert. Sieht sogar sehr interessant aus. Was auch immer sich dahinter verbirgt. Zu mehreren ist es einfach, die Dinger umzustoßen. Okay, außer die letzten. Die ging irgendwie nie. Okay. So. Jetzt will ich aber doch mal diese Hähnchen töten. Da werde ich euch jetzt frei. Nee, ich glaube, ich werde euch da nicht mit hinnehmen. Ich werde das dann jetzt nochmal alleine machen. Wir sehen uns dann hier gleich nochmal wieder. So, dann kommen wir mal zur letzten Aufnahmesession heute. Zur letzten Aufnahmesession von Medieval. Und zwar werden wir uns jetzt dem schlafenden Dorf widmen. Und ich finde, dann reicht das auch für heute mit Medieval. Und ja. Ich habe jetzt wieder nicht alle Fläschchen voll, aber zumindest ein bisschen. Was ist das Gegenteil von lebhaft? Todhaft? Ja, okay. weil ich möchte ja heute auch noch nicht alles spielen. Ich werde auch gleich erstmal die ersten zwei Parts rendern. Damit ihr die heute noch seht. So. Ich meine, hier konnte man den Hammer ganz gut verwenden. Der Meister beherrscht die Dorf. Tut ihnen nicht weh. Aber den Wachen. Die sind auf der Suche nach einem Machtobjekt. Okay, neuer Eintrag. Darium. Hier ist einmal die abgetrennte Hand wieder. Dans allergrößte Fans. Sie können euch nicht zur Hand gehen, folgen euch aber bis ans Ende der Welt. Oder zumindest bis ans Ende des Friedhofs. Ja. Und es tut mir leid, dass ich sie schlachten Dance musste. Dans allergrößte Fans. Sie können euch nicht zur Hand gehen, folgen euch aber. Hypnotisierte Bewohner einer einst wohlhabenden Stadt. Sie laden euch gern zum Tee ein. Aber wenn sie euch nach einer Schaufel fragen, solltet ihr lieber ablehnen. Okay. Wie viele Bosse sind es eigentlich? Oh, gar nicht mal so viele. Also hiermit kann man die eigentlich ganz gut betäuben. Okay. Zumindest wenn ich mich entsinne. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Aber dem war nicht so. Ah! Hier können wir auch nochmal alles auffüllen. Ja, wir sind voll. Also, voll mit Leben. Hier stand einst ein Kruzifix, doch der Bürgermeister nahm es mit. Findet Ersatz und seht, wie die Kirche aussehen sollte. Salem, es ist ein bisschen gefährlich eben gewesen. Hm. Eine gute Seele ist verloren. Huch. Okay. Ich weiß aber, dann war das nicht so wie. Okay. Schmiedejournal. Der alte Willy Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aus seinen hervorragenden Gussformen sind schon viele aufwendige und robuste Eisenwaren und Skulpturen entstanden. Willy verwendet nur die besten Materialien und ist besonders für seine prunkvollen Büsten bekannt.
Der alte Willy kommentierte die Ehrung. Tja, am Blasebalg bin ich einfach nicht zu halten. Auf den Rhythmus kommt's an. Auf und ab. Auf und ab. Mich haben schon immer die Geschichten von Stanley Eisenhower inspiriert, dem größten Schmied aller Zeiten. Okay. Oh, hier ist Gold. Jede Menge. Silberschild, natürlich. Right up. Ich glaube, hier brauchen wir ein Boot, oder? Ja, ich will euch doch gar nicht töten. Also das klappt anscheinend auch nicht. Dann müssen wir denen tatsächlich einfach aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, wie man die sonst einfach nur betäuben kann. Weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, das würde mit dem Hammer gehen. Aber scheinbar nicht. Unerforderlich, okay. Nein. Hier runter. Im Hebel. Okay. Aua! Oh. Ach komm, ey. War doch mies. Doch absichtlich reingesprungen. Hau ab! Ich sterbe hier doch elendig. Hier verkohlen. Hallo, lass mich da raus. Ich werde hier elendig sterben. Habe ich so das Gefühl. Der Runenschlüssel wird vom Brunnenwasser oben gehalten. Ihr müsst wohl auf die nächste Pause warten. Ja, schon wieder einen weg. Das gibt's doch nicht. Gallomers Geschichte, Band 1. In der finsteren und noch nicht allzu fernen Vergangenheit von Gallomer vereitelte König Peregrin den Plan des Hexers Zarok, das Land zu unterjochen. Zarok, einst Magier des Königs, war beim Regenten in Ungnade gefallen, weil er absonderliche Experimente an Leichen durchführte. Es hieß, dass in den Tiefen des Schloss Peregrin die Toten ihr Unwesen trieben.
Die Toten verdienen Ehrerbietung und dürfen nicht das Spielzeug von Alchemisten sein, erklärte König Peregrin und verbannte Zarok aus dem Schloss. Zaroks lebende Tote wurden aufgespürt und vernichtet. Der nachtragende Zarok tauchte unter und schwor, dass er sich am König rächen würde. Okay. Wow. Hallo. Ja, ganz ehrlich, wie soll ich denn hier in Ruhe lesen? Es ist mir, diesmal ist es mir... Gallomers Geschichte, Band 2. In Gallomer gingen Gerüchte von üblen Machenschaften und finsteren Taten um. Man flüsterte, Zarok habe Schattendämonen herbeigerufen, um ein riesiges Schloss zu bauen. Im Schutz der Nacht verließ Zaroks finstere Armee ihre verderbte Zuflucht. Die Armee marschierte nach Süden durch die Silberberge und den Silberwald. Bald darauf gehörten selbst die Kürbisgebiete Zarok. Die Bewohner von Gallows Town riefen um Hilfe. Rettet uns, König Peregrin. Vergeltung folgte rasch und schonungslos. König Peregrins Truppen unter dem tapferen Sir Fortescue verjagten Zaroks Armee aus Gallows Town. Die Freude war groß, doch der Krieg war noch nicht vorbei. Woran Gallomers Geschichte, die Wochen Band 3. Die Nachricht von der Übernahme der Flutländer durch Zaroks Armee löste Besorgnis aus. Von diesem strategischen Punkt aus konnte Zarok den Zauberwald im Westen einnehmen. Eine bittere Niederlage, wenn dieser heilige Ort in die Hände des bösen Hexers fiele. Erneut führte Sir Dan Fortescue das Heer des Königs an, um die Dämonen aus dem Land zu jagen. Der listige Zauberer hatte einen Hinterhalt vorbereitet. Es folgte eine gigantische Schlacht, wie die Geschichte sie noch nie gesehen hatte. Es heißt, ohne das Geschick und die Tapferkeit eines Mannes hätte Zarok gesiegt. Fortescue stürmte seiner Armee voran tief in die Reihen der Untoten, streckte Zaroks Leibwächter, den schrecklichen Lord Cardock, nieder und... Bevor er schließlich den eigenen Wunden erlag, erschlug er den treulosen Hexer mit einem mächtigen Hieb seines Schwerts. Okay, schöne Geschichtsstunde. Wenn er hier noch... Nein, nein, das hatten wir doch gerade. Hier ist noch eins. Komm, lies. Du musst lesen. Hallo? Okay. Nicht? Gallomers Geschichte, Band 4. Die Mächte des Bösen waren vernichtet, doch zu welch einem Preis. Nur eine Handvoll Männer aus dem Heer des Königs kehrte zurück. Gallomer verlor an jenem Tag eine ganze Generation junger Männer, darunter den schlauen Tim, den legendären Armbrustschützen und Fortescues Stellvertreter, der im ersten Pfeilhagel fiel. Zaroks Leichnam wurde nie gefunden. Doch wenn er in einem namenlosen Grab läge, würde ihm niemand in Gallomer eine Träne nachweinen. Die unter Zaroks Banner gefallenen Schattendämonen waren widernatürliche Wesen, die keinen Platz in der Welt der Sterblichen hatten. Der König befahl sie zu verbannen und in der unverdorbenen Zaubererde zu begraben. So wurden die Dämonen in einer unbezwingbaren Kiste nach des Königs Entwurf tief unter der Erde begraben. Ihre Gruft wurde mit einem magischen Gerät versiegelt, das seitdem als Schattenartefakt bekannt ist. Okay. Gallomer Reiseführer Teil 1. Ach du meine Güte. Gallomer ist ein wundersames Land voller atemberaubender Anblicke und Abenteuer. Wenn ihr nach Schönheit sucht, findet ihr im Zauberwald viel Bestaunenswertes. Erklimmt die Höhen, wo die riesigen Drachenvögel nisten, entdeckt die wundersame Pflanzenwelt. Beobachtet die hinreißenden Drachenkrötenbabys bei ihrem Bad in den kristallklaren Teichen. Oder unternehmt einen Spaziergang durch das Kürbistal.
Hätten wir gerade. Ist die Leibspeise von Galomir. Und zurzeit quillt das Tal über vor prallen jungen Früchten, die geerntet werden wollen. Galomir Reiseführer Teil 2. Wenn ihr das Geheimnisvolle sucht, sind die Ruinen von König Peregrins Schloss perfekt für den erfahrenen Abenteurer. Ja, dies ist die Festung, in der einst der legendenumwobene König Peregrin lebte. Es heißt, die Königskrone sei in den Kerkern unter dem Schloss verschollen und der Geist des Regenten selbst spuke nun durch diese kalten Steingänge gruselig. Oder durchquert die Sümpfe und sucht die sagenumwobene Stadt Malamud. Sie soll einst das Zentrum arkaner Alchemie gewesen sein, wurde jedoch schon vor Ewigkeiten vom finsteren Sumpf verschlungen. Vielleicht warten ja große Schätze auf den Abenteurer, der ihre nasse Ruhestätte aufspüren kann? Möglicherweise. Helden der Geschichte. Eine Retrospektive. Kapitel 1. Stanley Eisenhower war nicht nur der stärkste Mann aller Zeiten, sondern auch als Schmied unübertroffen. Er schlug mit der gleichen Begeisterung auf seinen Amboss wie in der Schlacht den Gegnern die Schädel ein. Man sagt, er hätte nur eines gefürchtet: das Ende der Dorfschmiede als Mittelpunkt handwerklicher Fertigung zugunsten zentralisierter Einheiten. Lächerlich. Hallo? Als einfacher Bauer in einem der Nomadenstämme im Ostland geboren, scharte Blood Monarch, der Schädelschnitzer, eine Armee aus Reitern um sich und überfiel die halbe zivilisierte Welt. Als er schließlich starb, beim Versuch im Alleingang und nur mit einem Pickelhelm bewaffnet, eine Garnison im Norden anzugreifen, war er der reichste und mächtigste Bauer seiner Zeit. Kapitel 3. Karl Schildgard verbrachte den Großteil seiner Jugend im belagerten Familienschloss. Er besaß einen unbezwingbaren Zauberschild und folgte dem Motto: Verteidigung ist der beste Angriff. Leider schützte sein Schild ihn nicht vor seinen schlechten Essgewohnheiten. Und so starb er bei einem Festmahl nach einer Schlacht, als er eine Wurst im Ganzen verschluckte. Okay, ich glaube, das kann hier noch eine ganze... Alter. Wir sind jetzt bei Kapitel 4. Kapitel 4. Ein wahrer Held. Woden, der Mächtige. Furchtlos, unbeirrbar und knallhart. Unbesiegt im Kampf weckte er Todesangst bei Freund wie Feind. Ganz zu schweigen von engen Familienmitgliedern und Haustieren. Kapitel 5. Emanzi Shongama wurde von Geburt an in allen Kampftechniken unterrichtet und war die Kriegerkönigin eines Amazonenstammes. Die kühne und schöne Shongama verbannte alle Männer aus ihrem Reich, bis auf eine Handvoll, die ihrem Volk den Rasen mähen musste. Nun super. Kapitel 6. Macwin Sturmfänger, Hausfrau und Mutter, musste einst ihre Siedlung gegen barbarische Räuber verteidigen, als die Männer auf der Jagd waren. Sie wehrte mit ihrem Baby im Arm und nur mit Mistgabel und Nudelholz bewaffnet mehrere Angriffe ab. Der Legende nach beeindruckte ihr unerschütterlicher Mut die Götter so sehr, dass sie ihr Blitze als Waffen verliehen. Sie gewann die Schlacht. Und hatte sogar noch Blitze für ihren Gemahl übrig, als dieser schließlich heimkehrte. Kapitel 7.
Dirk Schwertstreich war ein furchterregender Gegner mit Zauberschwert und dem festen Glauben, dass nur Frauen sich verteidigen und wahre Männer stets den Angriff vorziehen. Er war Freund und Zeitgenosse von Karl Schildgard und bis zum Ende an seiner Seite. Schwertstreich verkündete bei einem Festmahl gerade seine Meinung zu Schildgards Schild, als letzterer einen tragischen und unerklärlichen Unfall erlitt. Kapitel 8. Ravenhoofs, der Bogenschütze, war von edelsten Zentauren geblüht und der letzte Prinz seines Volkes. Als stolzer und hochmütiger Aristokrat war er ein begnadeter Jäger, Sportler, Duellant, Playboy, Geschichtenerzähler und dreifacher Derby-Sieger. Mhm. Kapitel 9. Zu Zeiten König Peregrins war Sir Daniel Fortescue Milizhauptmann und erlangte Ruhm, als er den abtrünnigen Hexer Zarok tötete. Als Berufssoldat wuchs er am königlichen Hof auf und wurde von seinen Untergebenen für seine Treue zu Gallowmere bewundert und gerühmt. Es hieß, Fortescue sei immer zu Großem bestimmt gewesen. Und mit seinem kantigen Kinn, stählernen Blick und dichten, rabenschwarzen Haar sah er auch aus wie ein Held. Ach ja. Warte mal. Ah. Ich würde sagen, irgendwie muss man doch... sie für X-Abguss. So. An alle, die es betrifft. Ich bin in Eile. Zaroks Männer werden bald hier sein. Ich habe das Kruzifix aus der Kirche genommen. Es ist der Schlüssel zu einem Schlüssel. Ich habe das Kreuz für diesen Abguss benutzt und es dann zerstört. Ich hoffe sehr, der Guss fällt einem gerechten und guten Helden in die Hände. Gezeichnet der Bürgermeister. Ja. Wir haben es gefunden. Vielleicht... okay, nein. Muss ich den Weg in diese scheiß Küche wiederfinden. Ich kann sogar noch ein bisschen mein Leben auffüllen. Warum muss ich nicht hier... ah ne, wir müssen zuerst schmieden. Ah. Wo war die Schmiede nochmal? Hier Schmiede? Nein. Nein, war sie nicht. War sie hier? Nein, war sie nicht. Klang eher wie ein Affe. Aua. Ja. Winter öffnen. Okay, und jetzt? Lass mich in Ruhe. Ja.
Aua. Ich will mich nicht einfach in Ruhe lassen. Der geht doch einen Weg lang, oder nicht? Nein. Ihr Mistbelger. Ich habe halt auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Irgendwas da drauf stellen. Tschüss. Ach, dahinter ist eine Kiste. Keule. Boah, ist das ekelhaft. Gut. Boah. Büste von Herrn Haxe, Wirt vom Trollkopf. Zum Säubern der Statue das Podest herablassen. Mhm. Und wie? Ich hab die Schnauze voll. Gibt's ja nicht. Aua! Ich hab langsam keine Lust mehr. Natürlich ist das Ding noch nicht unten. Ich hab keine Lust, wegen diesen Viechern darauf zu gehen jetzt. Ist dann halt jetzt so. Kann doch nicht angehen. Meine unfairer geht's ja schon nicht mehr. Ich sterbe, weil ich niemand töten darf. Unglaublich. Lass mich. Vor allem, es heißt außer die Wachen. Welche Wachen? Hier ist ja keiner. Die Wachen. Los, Leute! Stellt alles auf den Kopf! Russen? Wenn wir das Schattenartefakt nicht finden, Franzosen, lässt uns Zarok die nächsten 1000 Jahre bei den Dämonen versauern! Franzosen? Ah! Also ein französischer Akzent. So. Irgendwie müssen wir ja. Wow. Also hier werde ich dann mal allein versuchen, diesen Kelch zu kriegen. Werde ich dann offscreen irgendwie mal machen. Das hat sehr keinen Sinn. Ich bin ja morgen auch hier dran. Schmiedejournal. Der
alte Willie Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aus einem hervorragenden... Was muss ich denn jetzt machen? Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Ja, irgendwas brauche ich denn ja anscheinend noch. Ja, ich weiß. Ja, und sowieso, dass wir das alles nochmal von vorne machen dürfen. Folgedessen... Hallo? Nein! Ah, okay. Gut, oder auch eher weniger gut. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir einfach mal. Dann versuchen wir mal, keinen Dorfbewohner zu töten. Und ja, yeah. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.